Dieses Video zeigt, wie Daten mit 5 Hauptfunktionen der HPM-COM-Software auf einem Computer analysiert werden können. Innerhalb der Software können Sie Titel ändern oder hinzufügen und Beschriftungen und Achsen benutzerdefiniert anpassen. Diese nützlichen Tools sind so konzipiert, dass Sie und Ihre Kunden die Testergebnisse leichter verstehen können. Die Analyse ist ebenfalls einfach, mit einfachen Steuerelementen für den Zoom und der Möglichkeit, Kanäle ein- und auszuschalten. Alles, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Hier sehen wir eine Druckspitze mit den zuvor hinzugefügten Angaben. Wenn die Mausansicht aktiviert ist, können Sie mit dem Mauszeiger über den Spitzenwert fahren, um den maximalen Messwert zu messen. Wenn die Cursor-Funktion aktiviert ist, erscheint die Analysefunktion am unteren Rand des Bildschirms, wo Sie die Mindest-, Höchst- und Ist-Werte sowie die Uhrzeit der Spitze sehen können. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, diese Berichte zu drucken. Sie können auch den Bericht speichern und ihn per E-Mail an Kollegen senden, welche HPM-COM installiert haben. Oder wenn Sie die Daten in Form einer Tabelle bevorzugen, können sie in Microsoft Excel als eine CSV-Datei exportiert werden. Sie können Ihre Änderungen als geänderte Datei zur späteren Verwendung speichern und haben immer noch jederzeit Zugang zur ursprünglichen Datei, sollten Sie diese benötigen. Für weitere Informationen über die HPM-Reihe an Datenloggern von Webtech oder die HPM-COM-Software kontaktieren Sie unser Vertriebsteam am besten noch heute.